Bleiben wir mal direkt bei Heiko und der GmbF. Und zwar habe ich hier einen kleinen Ausschnitt vom Kalle-Report. Da geht es nämlich um die GmbF. Und das Ganze schauen wir uns jetzt natürlich an. Doping bei der GmbF im aktuellen Kalle-Report. Let's go, Freunde. Und zwar geht es um die GmbF. Ach, es geht hier ums Verhör. Geil, Alter. Darauf freue ich mich. Und LeRox S abonniert seit 2 Monaten mit Prime. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja hier mein Lieblingsverband, wie ihr alle wisst, wo die ganzen Naturalmenschen rumhüpfen. Ganz Naturalmenschen rumhüpfen. Und dann natürlich auch, hatte ich letzte Woche gesagt in den News, dass, oder im Kalle-Report, dass dort einer positiv getestet wurde auf die Entschuldigung des Gründers des Verbandes. War natürlich auch schon wieder sehr herzzerreißend. Er hat eine Substanz genommen, die einen erhöhten Östrogenwert oder irgendwas da hervorgerufen hat. Auf alle Fälle wurde das damit begründet, dass er Kinderwunsch hatte und da irgendwas genommen hat, was da ihn dabei unterstützen sollte. Die Story kenne ich gar nicht, Freunde. Ja, wir wussten, einer wurde positiv gewertet. Wir wussten den Namen nicht und wir wussten den Hintergrund nicht. Geil, Kalle deckt auf hier, Kalle informiert sich. Was aber auf der Dopingliste steht. Und nichtsdestotrotz ist er trotzdem lebenslang gesperrt jetzt. Ne? Da kann er aber jetzt auch anfangen dann zu ballern, der Kollege. Und auf NPC-Bühne sich stellen. SlipHunter91, danke dir fürs Prime-Abo. Freunde, denkt dran, wenn ihr Amazon Prime habt, das ist für mich der beste Support, den ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr hier bitte rein abonnieren. Kostenlos. Sobald ihr Amazon Prime habt, verknüpft das Amazon Prime-Konto mit eurem Twitch-Konto und ihr könnt mir hier wirklich einen großen, großen Support da lassen. Dann ging es darum, um das Lieblingsthema vieler mit dem Patrick Deutsch. Agu Mons abonniert mit Prime. Danke, danke, danke. Also, wie gesagt, ihr müsst eins bedenken, es gibt immer Ausnahmeathleten, es gibt immer Ausnahmetalente. Das wird definitiv nicht jeder ansatzweise schaffen. Viele sogar, viele Unterstützende werden diese Form nicht hinbekommen. Ich denke, ich schätze den Patrick Teutsch, so was ich jetzt so mitbekommen habe. Ich habe mich ja mit dem Thema auch ein bisschen auseinandergesetzt. Dieses Bild ist legendär, Alter. Mal gucken, was der jetzt dazu sagt zum Patrick. Der war ja bei mir in der Reaction, sagte er, sagte Heiko, ja, Patrick ist ein Durchsichtiger, der hat doch keine Muskeln. Ich schätze den so ein, dass der extrem asketisch und extrem genau nach Waage und Diagramm lebt und deswegen so eine extrem gute Form in Verbindung mit seinem Genetikpaket, was er hat, hinbekommt. Und er wurde jetzt schon mehrmals getestet, auch die Bluttests wurden bei ihm gemacht. Was ich jetzt nicht verstehe, zum Beispiel Bioregulatoren wie verschiedene Peptide oder sowas, die können in den Tests, glaube ich, gar nicht nachgewiesen werden. Und wenn man mit solchen Sachen arbeitet, kann man natürlich auch enorme Fortschritte erzielen, weiß ich. So, ne? Gibt ja, Peptide sind ja nichts anderes wie Aminosäureverbindungen, die aber speziell ausgelegt auf verschiedene... Patrick, muss ich euch sagen, mega ruhiger, zuvorkommender, höflicher, netter Mensch, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er ist so ein bisschen schräg drauf. Patrick ist ein kleiner Assi auch, Freunde. Das ist so ein kerniger, so ein kernigen deutschen Assi ist das. Ich mag so Jungs. Mit so Leuten kann man sich gerne unterhalten. Mit so Jungs sitze ich gerne an einem Tisch. So diese höflichen Assis, wisst ihr, was ich meine? Mag ich, feiere ich. Organe andocken. Also jedes Peptid ist für eine Organgruppe zuständig und dockt auch nur da an und funktioniert auch nur da. Ne? Und ist sehr, sehr schwer nachzuweisen oder eigentlich, glaube ich, mit den üblichen Testverfahren eigentlich gar nicht. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die Tests, die dort durch die GmbF gemacht werden, wo man gesagt hat, es wird zwischendurch getestet, jetzt stellt euch mal einfach die Menge an GmbF-Athleten nur in Deutschland also vor, wie viel Natural-Wettkampfsportler es gibt. Und jetzt setzt man ins Verhältnis, dass ein so ein Test wirklich mehrere hundert Dollar, Euro kostet. Ne? Ich glaube, zwischen 400 und 800 Euro kostet so.
Zwischen 400 und 800 Euro kostet ein Test? Digga, das ist krank, Alter. Ein Test, bin ich der Meinung. So, jetzt hat der dieser kleine Wurstverband gar nicht die Finanzierung. Heiko ist einfach der Beste, dieser kleine Wurstverband, Alter. Junge. Die ein Mittel, die Leute alle zu testen. Also ist das doch schon wieder Bullshit, was uns hier verkauft wird. Ne, das sind Stichproben. Hat er recht, habe ich doch auch gesagt. Ich habe gesagt, bitte, Behrend, erhöhe die Beiträge und lass jeden Motherfucker testen, der da mitmacht. Digga, ein NPC-Wettkampf Pro Qualifier kostet dich auch mehrere hundert Euro, nur die Anmeldung. Backstage-Pass für einen Kumpel und so weiter, du bist am Arsch. Die gemacht werden, auch beim Training oder was sie da machen oder mit ihren Visiten, Sichtungs, Gedöns, Quatsch. Entweder werden alle getestet, permanent, weil es gibt nun mal immer die schwarzen Schafe. Und oder die lassen es bleiben und machen sich weiterhin lächerlich, was das angeht. In meinen Augen, also das ist meine persönliche Meinung. Ne? Weil, wie gesagt, einfach finanziell nicht tragbar, diese Testerei für die Leute. Und wenn dann mal 2-3 von 200-300 oder 2-3000 rausgesucht werden, dann hat das ja nichts mit Testen zu tun. Ne? Dann sind das so kleine Stichproben. So eine Alibi-Stichproben, damit man sagen kann, wir testen. Und ja, wie gesagt, kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Ich finde es total blödsinnig. Die werden da nie eine Kontrolle reinbekommen. Solange wird immer, immer schwer bleiben. Das weiß auch Behrend selber. Das weiß ich selbst. Das wissen alle. Ja, es ist aber unfair. Und wer sich als Stoffer da auf die Bühne stellt, Digga, warum mal? Aber jetzt im Ernst, wieso sollte man das tun? Ich könnte nicht in den Spiegel schauen, Freunde. Wenn ich wüsste, da meine Gegner sind alle natural und ich baller mir irgendwas und setze rechtzeitig ab oder dribbel das so, dass es nicht auffällt. Ich schwöre es euch, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist wie Handtasche klauen von Oma, Alter. Lange, wie sie so handhaben, da müssen tatsächlich andere Wege gegangen werden. Aber ich denke mal, da wird das finanzielle Background fehlen. Ich finde, sauber mein Sport kann man machen, wenn man dazu Bock hat. Warum nicht? Ne? Oder denkst du, wenn du eine GmbF gewinnst, dass du irgendwie Fame bekommst? Der Verband ist so klein, das interessiert. Da reden 2-3 Leute eine Woche drüber und danach ist das Thema zu. Das hat jeder vergessen. Ist leider so. Man muss das ja nicht immer alles schlecht reden. Aber die Art und Weise, wie es gehandhabt wird, blödsinnig für mich. Ne? Und da machen sie ja Tür und Tor offen für die, die sich da dazwischen mogeln und im unlauteren Wettbewerb dann sich dazwischen stellen und dann gute Ergebnisse abräumen im Endeffekt und dann heißt es, der war negativ. Ne? Die Gesamtsieger werden wohl noch getestet dazu, aber alles, was da drunter ist, werden nur Stichproben gemacht und deswegen ist das für mich nach wie vor recht fragwürdig und teilweise auch recht unglaubwürdig in meinen Augen. Aber nun, so soll es sein. So, okay, haben wir heute schon wieder ganz schön viel gelabert. Geben wir jetzt den Gewinner vom Gewinnspiel bekannt. So, Freunde, jetzt der Gewinner vom Gewinnspiel, das wollen wir natürlich nicht hören. Das ist schon verlost worden. Aber sehr, sehr geil. Kalle Report, wie immer, direkt in die Fresse vom Heiko. Feier ich. Ihr wisst, ich mag sowas. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.